nachdem das letzte Aether Revolt Booster so gut war, kann das hier eigentlich nur Müll werden. Das ist halt leider immer so. Und das ist traurig. Wirklich traurig. Ja, wir diven direkt rein. Oh mein Gott, ich finde diese Gremlins so süß. Zweimal Wrangle, Sorcery. Ihr kriegt die Kontrolle über eine Kreatur mit Stärke 4 oder weniger bis zum Ende des Zuges. Sie wird enttappt und kriegt Eile. Ice Over. Wow. Zweimal Enchantment. Ihr verzaubert ein Artefakt oder eine Kreatur und die enttappt nicht. Vivian Salvager. 3 Mana 2-2. Ihr könnt ein Artefakt oder eine Kreatur opfern, um da eine plus 1 zu 1 Magel aufzumachen. Dürft ihr aber nur machen wie eine Sorcery. Leider. Augmenting Automaton. Oh Gott, die Namen. 1 Mana 1-1. Für 2 Mana kriegt der plus 1. Plus 1 plus wenn es so ist. Schock. 1 Mana Instant fügt der 2 Schaden der Kreatur oder Spieler zu. Conviction, 2 Mana Verzauberung, die verzauberte Kreatur kriegt plus 1 plus 3 und ihr könnt für 1 Mana das Ding zurück auf die Hand nehmen. Das ist cool. Implement of Combustions, 1 Mana. Ihr könnt das Ding für 1 Mana opfern, um einem Spieler einen Schaden zuzufügen. Wenn das Ding auf den Friedhof geht, dürft ihr eine Karte ziehen. Okay. High Spire Infusion, 2 Mana, eine Kreatur kriegt plus 3 plus 3 und ihr kriegt, also plus Substance bis eines Zuges, und ihr kriegt 2 Energie. Dann haben wir Gearaparaur Osprey. Oh Gott, die Namen! 3 Mana 2-2 fliegend. Wow. Dafür habe ich mich gequält. Dann Ravenous Intruser. Das ist, glaube ich, der Solring, by the way. 2 Mana 1-2. Ihr könnt einen Artefakt opfern, um den plus 2 plus 2 bis minus 2 zu geben. Maverick Thopterist. 5 Mana 2-2 mit Improvise. Ihr könnt Artefakte tappen, um die Mana-Kosten von dem, um Farblose zu verringern für jedes Artefakt. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt ihr 2-1-1 Farblose Topter. Scrapper Champion. 4 Mana 2-2 Doppelschlag. Wenn ihr ins Spiel kommt, kriegt ihr 2 Energie. Und wenn ihr angreift, könnt ihr 2 Energie bezahlen, um dem eine plus 1-1 Mark zu geben. Das ist gut. Und unsere Rare. Oh mein Gott. Herald of Anguish, 7 Mana 5-5 Improvised Demon. Geil. Mit fliegend. Und zu Beginn jeder eurer Endstep muss jeder Gegner eine Karte abwerfen. Für 2 Mana könnt ihr ein Artefakt opfern, um der Kreatur minus 2 minus 2 zu geben. Okay, der sieht super beeindruckend aus, ist es aber nicht. Aber besser als nichts. Dann haben wir ein Forest und ein Aeromant Admiral. Oh mein Gott, ist der shiny. 4 Mana 3 ins fliegend. Autos, die ihr kontrolliert habt, fliegend. Was? Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Black Seed. Ciao, ciao.